Am Zwickauer Landgericht hat heute der Prozess gegen eine Frau aus Plauen begonnen, die im April ihre 10-jährige Tochter umgebracht hat. Zu den genauen Umständen habe ich heute Morgen mit dem Richter am Landgericht Altfried Lute gesprochen. Die Ermittlungen haben dazu ergeben, dass die Tötung des damals 10-jährigen Mädchens recht grausam war. Die Angeklagte soll zunächst versucht haben, das Kind mit einem Kissen zu ersticken. Als das nicht erfolgte, hat dann die Angeklagte versucht, das Kind zu erdrosseln mit dem Gürtel eines Bademantels. Und als das Kind dann immer noch nicht tot war, hat sie dann das Kind letztlich erstochen. Was für eine Strafe erwartet die Frau? Sie ist ja psychisch krank. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben dazu ergeben, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war, weil sie psychisch krank ist. In dem vorliegenden Verfahren haben wir die Besonderheit, dass es sich nicht um ein normales Strafverfahren handelt mit dem Ziel einer Verurteilung und dann dem Schuldspruch bzw. einem Strafausspruch mit einer Freiheitsstrafe, sondern wir haben hier ein sogenanntes Sicherungsverfahren, bei dem die Angeklagte in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden soll, zu erwarten ist, dass von ihr weitere schwere Straftaten zu erwarten sind aufgrund ihrer Erkrankung. Wenn sie in der Psychiatrie ist und die Prognose für sie gut ist, das heißt also, sie geheilt wird bzw. die Symptome gelindert werden, könnte sie dann auch wieder freikommen aus der Psychiatrie? Das Gesetz sieht dazu vor, dass es für die Unterbringung in einem solchen Fall keine Mindest- oder Höchstfristen gibt, sondern die Dauer der Unterbringung richtet sich allein nach der weiteren Gefährlichkeitsprognose. Diese Gefährlichkeitsprognose hat das Gericht jährlich, also einmal pro Jahr, vorzunehmen, zu überprüfen. Und allein danach richtet sich, ob die Angeklagte weiter in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss sie zwingend entlassen werden. Muss die Bevölkerung dann Angst haben? Sie hatten es im Vorgespräch gesagt, dass eine tickende Zeitbombe herumläuft. Oder gibt es da noch weitere Möglichkeiten? Ja. Wenn sie entlassen werden würde, wenn von ihr prognostisch keine Gefahr mehr zu erwarten ist, dann besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass sie als psychisch Kranke nach dem sächsischen Landesgesetz über die Unterbringung untergebracht werden kann, wenn von ihr eine gegenwärtige und erhebliche Gefahr ausgehen würde, also bevor eine Straftat begangen werden würde, wenn aber aufgrund besonderer Umstände erkennbar wäre, dass diese Frau beispielsweise wieder gefährlich werden würde, dann könnte die Frau auch aufgrund eines richterlichen Beschlusses in die Psychiatrie außerhalb eines Strafverfahrens eingewiesen werden. Das ist bei uns am Gericht gängige Praxis. Wir haben eine Vielzahl von solchen Fällen, in denen nach diesem Gesetz psychisch kranke Menschen in die Psychiatrie eingewiesen werden müssen, weil sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Das heißt konkret, wenn sich der Zustand der Angeklagten durch Medikamente bessert und davon ist auszugehen, kann sie freikommen. Aus diesem Grund können wir Ihnen auch keine Bilder aus dem Gerichtssaal zeigen, denn auf Antrag der Verteidigung wurden sämtliche Bildaufnahmen untersagt.